Herzlich willkommen aus Island. Ich bin hier mit Dainese unterwegs die nächsten Tage, und zwar die Expedition Masters. Es ist einfach ein faszinierendes Land und ich bin mega froh, einfach hier mit meinem Partner Dainese sein zu können. Ich bin nicht alleine unterwegs, Kollegen aus Frankreich und Italien sind mit am Start. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal kurz das Motorrad an. Und zwar stehen sie da hinter uns alle. Multistrada V4, viel Hipfil. Morning! Hallo! Marco macht hier auch Video-Content, sehr geil. Checkt auf jeden Fall mal Instagram bei ihm. Er ist immer unterwegs, genau wie ich. Top! Ducati Multistrada V4, hier steht's nochmal, ja. Und da ist auch richtig Leistung drin. Das Ganze brauchst du natürlich nicht. Ich habe auch gefragt direkt so, wieso machen wir das nicht einfach mit der neuen Ducati? Allerdings ist es so, dass dafür zu wenige Motorräder verfügbar sind. Und ich freue mich aber trotzdem, mit der Multistrada V4 zu fahren. Bereift sind wir auf dem Metzler Karo 4. So sieht das Ganze aus. Die Motorräder sind auch schon gut benutzt, weil vor uns eine Gruppe war, und wenn wir jetzt hier fertig sind, dann kommt nach uns auch noch mal eine Gruppe. Und die Kollegin aus Frankreich, bonjour! All what I know from German is alles zusammen, Mahlzeit, das schmeckt, and that's all, sorry. Okay, thank you! It's good! Morning! Hey! What's up? Yeah! Ready to... It's an adventure, huh? Oh, of course it's an adventure. I like it. Look at the sky. Oh, perfect day. Die Expedition Masters, da gehe ich später noch drauf ein. Das ist ein super interessantes Thema. Hier kannst du quasi koordiniert deine Abenteuer leben, Offroad fahren, unter Anleitung. Also, es wird fein. Wir werden hier natürlich auch neue Outfits shooten. Es gibt ein sehr, sehr cooles Video dann im Anschluss. Wir machen Fotos, also hier passiert einiges. Mit einem Kollegen kann ich sogar Deutsch sprechen, ja. Und der kennt sich auch mit Kälte aus. Ja, ich bin Christian Gedina. Ich war ein Skifahrer bis 2006. Nach der Olympiade in Turin habe ich aufgehört.
und ich habe immer Spaß für Geschwindigkeit, Motorradfahren, Autorennen fahren und ich habe alles gemacht. Jetzt ich fahre mit den, ich weiß nicht, mit Schiff, mit Offshore, ja, dieses Jahr. Ich habe eine neue Karriere begonnen. Und wir haben alles uns getroffen von dieser Tour in Island und ich bin zufrieden, hier zu sein. Hier zu sein. Perfekt. Na, mein Deutsch ist sehr schlecht, aber alle kennen mich, weil ich habe meine eigene Deutsch. Ja, aber sehr gut. Aber sehr gut. Wichtig ist, dass wir uns unterhalten können. Ja, ne? Unterhalten genau. Können und verstehen. Good morning. Good morning. You also lost your baggage? My baggage, yeah. It's a reserve. Yeah. Oh, okay. My baggage lost. 1 hour. Go. Okay. Go. Now go. And later you Yeah, yes, the yes, other yes. Suit. Okay. Because fast Gedina. Ah, okay. No understand. Win, los. Hey. Wir fahren los. Die Ducati läuft. V4. Es ist auf jeden Fall nicht untermotorisiert, dieses Bike. Und ich finde es einfach mega cool, dass ich jetzt ein zweites Mal auf Island bin und noch die Sachen genießen kann, die bei meiner ersten Tour nicht erledigt werden konnten. Und so schlängelt sich das hier die ganze Zeit. Hier Kürfchen, schmale Straßen, keine Autos, nur wir hier. Wow. Ich bin gerade einfach nur so überwältigt wieder von dieser Schönheit. Und ich bin begeistert, weil ich jetzt hier schon einige Sachen gesehen habe, aber manche Sachen eben noch nicht entdeckt habe. Aber das hier ist ganz nach meinem Geschmack auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier an der Stelle, wo die Eurasische Kontinentalplatte auf die Amerikanische stößt. Und das Ganze passiert jedes Jahr, schieben die Platten sich ein Stückchen weiter auseinander. Hier ist es echt am Limit mit dem Ton, glaube ich. Ich hoffe nicht, dass ich es verkacke, ansonsten wird es nachvertont. Also das ist genau an dieser Stelle nämlich. Dieser Graben wird halt immer breiter. Die Magma drückt quasi diese Platten auseinander. Wenn der Wind nicht da ist, dann kannst du direkt die Lüftung alle aufmachen und dann ist es auf jeden Fall erträglich. Ohne Lüftung an, ist warm. Immer wieder beeindruckend, diese Fahrzeuge hier zu sehen mit diesen fetten Reifen. Das hat eins auf sich und zwar, wenn hier Schnee liegt, dann ist einfach ein GPS in diesen Autos drin und die fahren dann, weil sie keine Straße mehr sehen. Im Inland wird nämlich nichts geräumt und dann ist es gut, wenn du solche Räder drauf hast. Da ist so ein Füllsystem drin, das heißt, der Reifenluftdruck kann während der Fahrt abgesenkt werden oder erhöht werden. Einfach gigantisch, die Teile.
die ersten Offroad-Kilometer mit der Multistrada. Sensationell, wie einfach doch alles einstellbar ist. Du drückst hier über den Joystick einfach im Menü rum. Das Ganze ist super klar strukturiert. Es ist keine Frage offen. Und das Tollste ist, ja, du kannst dir das alles konfigurieren. Das ist das eine. Offroad-Modus ist jetzt drin. Und du konfigurierst einfach ABS off hinten für dich. Dann machst du die Zündung aus, Zündung wieder an. Dann ist das immer noch so. Kommt lediglich mal noch so ein Warnhinweis, dass das ABS hinten deaktiviert ist. Vorne ist es immer aktiv wohl, aber mit einer Offroad-Applikation, so einfach kann das sein. Schön, gefällt mir sehr gut. Wir machen hier ein Picknick auf dem Mond, sehr schön. Also so kann man es aushalten, auf jeden Fall. Guckt euch das mal an. Da steht der Jeep und da hinten die Bikes. Das ist richtig cool. Sind wir gerade für so eine Mini-Furt gefahren und der Kollege ist umgekippt da drin. Zum Glück ist das Motorrad nicht abgesoffen, ist alles cool. Aber beim Versuch, ihn da raus zu retten, bin ich so tief mit meinen schönen wasserdichten Stiefeln reingelaufen, dass komplett über den Schaft das Wasser im Stiefel jetzt ist. Ja, hurra, das hat jetzt richtig was gekonnt. Aber zum Glück haben wir ja 12 Grad. Ich hoffe mal, dass das nächste Hotel eine leistungsfähige Heizung hat. Zum Trocknen und ein bisschen Föhnen hilft vielleicht auch. Am besten finde ich, dass nicht alle schönen Plätze in den Reiseführern drin stehen. Da unten ist nämlich die Piste und da fahren alle schön vorbei, weil von unten siehst du es ja nicht. Und deswegen sind wir hier. Sensationell. Sensationell. Wow. Guckt euch das mal an einfach. Was ein erster Fahrtag, absoluter Hammer. Da hinter mir stehen die Bikes, hat alles gut funktioniert. Einmal eintauchen inklusive, aber alles gut gegangen. Wir sind ganz relaxed gestartet in den Tag. Es war fantastisch, einfach nur neue Landschaften entdeckt und jetzt haben wir unser Hotel gut erreicht. Ja, wie geil ist das denn? Leute, ich zeig euch mal hier, was hier gerade auf dem Hof rollt. Lautes ist Side by Sides. Richtig coole Teile, richtig, richtig cool. Und hier kannst du, glaube ich, schön laufen lassen damit. Normalerweise braucht die Frau Hallo so ein Geschoss. Ich gehe jetzt einfach mal ins Hotel und genieße noch den Abend. Die Kamera, die ist voller Staub. Wahnsinn. Ich muss alles komplett reinigen, auf jeden Fall. Ja, bis morgen früh. Guten Morgen, neuer Tag, neues Glück. Gestern ist es ein bisschen später geworden, alle Kameras vom Staub zu befreien, alles zu reinigen, alle Daten rüber zu ziehen auf den Rechner. Und dann habe ich mir gedacht, gehst du noch mal kurz an die frische Luft
Und dann haben wir noch Polarlichter gesehen. Wahnsinn, absolut beeindruckend, Gänsehaut pur. Marco hat die so tollen Aufnahmen gemacht von den Polarlichtern. You make amazing pictures from the polar lights. Ah. Ja. unfortunately, you can see for a few minutes. Yeah. So I was only with the iPhone and but I tried to do the best with this. Yeah. Also check das mal aus auf Instagram, da hat er das Bild gepostet, sehr cool. Gestern waren es ja 315 Kilometer von West nach Ost und jetzt geht's heute in einem Loop und wir kommen dann wieder nach hier zurück. In der Nacht hat es gefroren, das heißt, ich bin schön muckelig warm angezogen, die Stiefel sind auch getrocknet, also alles Reset auf Null. Super cool. Ich freue mich, dass es gleich losgehen kann. Nette Kollegen am Start. Tolle Gespräche auf jeden Fall. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir so viel Glück haben mit dem Wetter. Guckt euch das mal an. Und windstill. Also das heißt, ich nehme die Drohne mit. Es kann losgehen. Guten Morgen. Guten Tag, Freunde Hase. Was tut sie heute Abend? Ist was für Sie zu sehen. Na, guten Morgen. Bestes Wetter, oder, heute? Heute bestes Wetter. Ein bisschen kälter, aber ich glaube, wird wärmer jetzt. Ja, ja. In der Tag. Ja. Und dann fahren wir schön Offroad heute. Viel Offroad, ne? Ja, viel Offroad. Wir haben ungefähr, ich weiß nicht, wie viele Kilometer. Wir haben gesagt, 60 Kilometer vielleicht Offroad. Und ja. Immer viel Spaß, weil es ist immer eine neue Adventure. Ja, ja. Und du bist Offroad-Experte, habe ich gestern gesehen, ne? Nein, ich bin Offroad. Ich bin Experte für Geschwindigkeit. Geschwindigkeit und alles, was ist Risiko. Okay. Nein, mir gefällt alles, was ist Risiko. Und hier ist auch ein bisschen Risiko und okay. Ich bin zufrieden, hier zu sein. Cool. Hier ist jetzt ein kleines Training, wie man richtig Offroad fährt. Das ist natürlich extrem wichtig auch, dass man das genießen kann, dass man sich sicher fühlt und das wird hier am Bike erklärt, also so, dass keiner Sorge haben muss, dass es nicht schafft. Also ganz im Gegenteil, man wird hier an die Hand genommen, damit man das im vollen Umfang einfach hier rocken kann. Sich gerade der Akku verabschiedet. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Deswegen ist ein neuer Akku drin, damit ich euch diese schöne Ecke hier zeigen kann. Wow, einfach wow. Okay, jetzt wird's spannend. We cross fingers. Okay. Good luck. Jawohl, da waren wir. Check.
Das ist so unwirklich, aber wenn du hier noch einen warmen Kaffee trinkst, ja, das ist einfach der Beste. Der Beste. Und dann wieder Flussdurchfahrt, dann ein bisschen Düne und ein bisschen Piste. Also hier gibt's alles. Plus Party. Party! Fire! Fire! Luca erklärt jetzt mal, was man machen kann, wenn man das Motorrad festgefahren hat, im Sand steckt. Es gibt da mehrere Varianten und da gucken wir uns jetzt zusammen mal an. Also er zeigt eine Variante und ich habe auch noch eine Variante. Wird interessant. So, it's better you put here. Yeah. Yes, very slowly. Okay, das ist wahrscheinlich die materialschonende Variante, das Bike umzulegen, das geschaufelte Loch wieder zu füllen mit Sand und dann aufheben und rausfahren. Es gibt noch eine Variante und zwar dritter Gang rein, Vollgas geben und dann müsste es auch funktionieren. Also man kann sich das natürlich überlegen. Also bei uns hat das mit so einem kleinen Impuls ganz gut funktioniert. In einem höheren Gang und dann wirklich Attacke machen. Aber einfach mal so zum Zeigen, wie man sich selbst helfen kann. Gerade wenn man hier alleine unterwegs wäre, was ich keinem empfehlen würde. Also zu zweit ist ideal, beziehungsweise zu zweit ist gut, zu dritt fahren ist ideal. Also wir machen jetzt weiter. Ich glaube in diese Richtung hier. Was für eine coole Sekunde, guckt euch das mal an, wie krass das ist. Hammer. Ich mache jetzt mal so eine andere Aufnahme, dass man es besser sieht. Unfassbar. Echt geil. Raumlocation, ja, und Instagram und ja, Social Media und Realität. Ich sag nur, früh kommen, glaube ich, dann ist es besser. So, kurzer Klamottentest hier. Also Klamotte hält, super geil. Ja, eine Autowäsche, Motorradanzugwäsche. Der ultimative Wassertest wäre da bestanden. Wir haben ja keinen Regen hier, deswegen müssen wir das mal kurz hier an dem Wasserfall machen. Also, ich muss noch meine Haare trocknen. Good morning. Good morning, my friend. How are you? Yeah. Ah, you're looking very, 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 very fantastic. Yes. Please take the camera. I cannot see it. Okay. Also, Hecklerhose, Hecklerjacke am Motorrad dran. Top. Danke dir. Guten Morgen. Ja, gestern war es dann doch ein bisschen zu spät, um noch zu berichten, wie es denn war. Ein absoluter Highlight-Tag, wie ich finde. Es war der Wahnsinn. Absolut cool. Von den Landschaften, von allem. Wir sind bis nach Vic runtergefahren. Ein Loop von über 360 Kilometern. Das hat sich absolut rentiert. Und heute geht's weiter. Der nächste Fahrtag, für mich auch leider der letzte Fahrtag. Und wenn man so mal so an mir runter guckt, jetzt sieht man es nicht. Doch, das ist die Hose und die Jacke. Und ihr wolltet ja immer wissen, Jens, was ist das für eine Jacke? Jetzt kann ich mal hier das rauslassen.
Das ist die Jacke hier, passend zur Hose, und der Name ist Heckler. Ich bin jetzt wie alle anderen auch die Antarktika-Kombi gefahren. Das hat super gut funktioniert. Eine Kombi für alles, also Gore-Tex rauf und runter, und das ist auch gut so, weil hier musst du gute Klamotten anhaben und die bequem sind, die Schützen, und die einfach was können. Und frieren sollte man auch nicht. Und deswegen Antarktika. Gestern, als wir gestartet sind, über Nacht hatten wir irgendwie 0 Grad. Ja, da ist es jetzt so, dass wir auch wieder mit einem guten Feeling starten können. Die Heckler-Kombi ist ein bisschen leichter, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, ich bin so gut wie bereit und warte jetzt auf die anderen. Das meiste unseres Gepäcks wird im Jeep transportiert. Auf dem Motorrad hat jeder eine kleine Hecktasche für ein zweites Paar Handschuhe, für so ein bisschen Krimskrams, was man so mitnimmt. Guten Morgen! Guten Morgen! Ah, hast du gut geschlafen? Ja, gut geschlafen. Ein bisschen müde, aber nach 2 Tagen, jetzt letzter Tag, aber immer Vollgas. Immer Vollgas, ja. Immer motiviert. Immer motiviert, immer motiviert. Auch wenn Kraft ist nicht so wie am ersten Tag. Ja, das stimmt, ja. Ja. Cool. Super. Wow. Yeah. Das ist aber was Feines hier. Ja. Ta-ta-ta. Ja, gute. Gute? Ja, really gute. Ja, super nice. Do you know where we go? In Eklavolka? Yes. And you know the name of this suite? Yes. Eklar Suite. Übernachtet haben wir hier mitten in der Wildnis, will ich mal fast sagen. Da ist unser Hotel mit einer kleinen Tankstelle. Die nächste Tankstelle kommt in 200 irgendwas Kilometern. Und wenn du das mal anguckst, hier hinter mir die Straße und hier, es ist einfach der Wahnsinn. Das ist hier wieder so ein schöner Spezialweg. Finde ich gut, gefällt mir. So ein bisschen abseits, ich muss mal wischen, abseits der Hauptwege. Straße wäre jetzt übertrieben, ne? Aber interessant. Und es fieselt so ein bisschen. Also es ist kein Regen. Wir fahren so ein bisschen so in der Wolke hier. In der Wolke, ja, in der Wolke. Epischer Augenblick hier. Das Wetter, die Wolken und wir. Und alle da. Ich mache mal gerade so einen kleinen Dreher hier so. Alle am Start. Was für eine Aussicht. Ich gehe mal vorsichtig an die Kante. Ich habe nämlich keinen Fallschirm dabei, ne? Also, ja, geht aber. Geht aber. Ich bleib lieber mal hier stehen. So, Achtung, ich guck mal runter. Ja, los geht's. 4 Meter zurück wieder. Das ist okay. Ich fühle mich dann wohler auf dem Motorrad, ehrlich gesagt. Das ist für mich berechenbarer, als hier an der Kante zu stehen. Grün. Werden jetzt noch Fotos gemacht. Antarktika. Ja, der Marco macht die Bilder. Victoria macht Handyfotos. Backstage. Beweisbilder. Beweisfotos. So. Und hier wird geblitzt noch. Backstage. Video from your photo. Yes. Backstage from backstage. We are very, very well organized. Yes. Nothing missing in this expedition. Ah, warm. Now it's this warm inside, yeah? Yeah, perfect. This is my branch. Best place here. Absolutely. In the warm car. Everything is okay? Yes, great. Yeah. The weather is not very good this morning, but in the afternoon will be better. The cloud will be go up. Ah, okay. Yeah, perfect. Yeah, yeah. But it looks very mystic here. Yeah, yeah. Yeah. This is an explosion crater. Yeah. 3000 years ago. Also, hier sind wir in der Nähe vom Vulkan Hekla. Und 2018 hat sich Danese entschieden, einen neuen Anzug zu designen, zu entwerfen. Und dieser Anzug ist quasi nach dem Vulkan Hekla benannt, der jetzt so ein bisschen von den Wolken verdeckt ist.
Ich finde es super cool, weil den Anzug durfte ich jetzt schon eine Zeit lang ausprobieren. Der ist wirklich praktisch. Du kannst hier die Zippe aufmachen und dann merkst du, dass direkt die kühle Luft an deinen Körper gelangt. Das ist echt angenehm. Und was ich nicht gedacht hätte, wir sind heute früh bei 7 Grad gestartet. Das Ganze ist halt wasserdicht und das ist halt für mich das Beste. Ich gehe auf eine Tour und habe einen Anzug für alles. Also von daher, Heckler, ich komme jetzt. Gleich. Los geht's. Die Aufnahmen sind auch im Kasten hier von den neuen Anzügen und jetzt geht's weiter Richtung Vulkan. Nächster Stopp Vulkan, nächster Stopp Vulkan. Was für ein Spektakel hier. Richtig cool. Richtig toll. Richtig cool. Guckt euch das mal an. Das gibt's doch gar nicht. So unwirklich sieht es einfach aus. Einfach so unwirklich. Das ist so das Gefühl, man kann die Wolken berühren hier und diese Weite wieder. Hammer. Aber in der Tat ist es echt etwas kompliziert, nach hier zu kommen. Schon nicht ohne so. Kurzfristig hier einfach eine kleine Mittagspause zu machen, weil das so super relaxed ist hier und so schön ruhig ist. Der Nese Expedition Master ist nicht nur eine Reise, sondern einfach ein besonderes Erlebnis für euch. Also ihr könnt das buchen, du bekommst alle Klamotten, die sind inklusive, die man natürlich danach auch behalten kann nach dieser Reise. Du bekommst das Motorrad gestellt, du wirst an die Hand genommen, dir wird alles erklärt. Also das ist schon eine krasse Geschichte, auf jeden Fall. Eine Wahnsinnsdestination. Und dazu kommt noch, dass es ein Videoteam gibt, was dich begleitet, was Fotos macht. Also es gibt als Andenken noch einen fertigen Film. Das ist schon echt krass, auf jeden Fall. Also es ist einfach ein Stück weit mehr als nur eine Reise. Eins dürfte wohl klar sein, wenn man nicht viel Erfahrung hat beim Offroad-Fahren, dann wirst du das sicher hier lernen, aber du wirst auch abends gut schlafen können, manchmal auch in der Mittagspause, weil es ganz schön anstrengend ist, das Offroad-Fahren. Aber nichtsdestotrotz sind es viele Eindrücke, die man mitnimmt und das ist halt das Besondere hier. Die Ducati Multistrada V4 ist ein Motorrad, was wirklich
richtig fett motorisiert ist. Also das schiebt ordentlich. Und ich hatte erst ein bisschen Bedenken, wie wird das jetzt sein, wenn wir hier in Island unterwegs sind. Auf Island. Metzler Karo 4 sind montiert. Die Reifen kenne ich ganz gut schon. Mittlerweile muss ich das echt sagen. Was interessant ist, dass das 19 Zoll Vorderrad trotz allen Befürchtungen von meiner Seite hier wirklich gut performt. Also das ist absolut in Ordnung. Wenn du bedenkst, dass du hier auch im Endeffekt von der Autobahn abbiegst und über 200 fahren könntest mit diesem Motorrad und dann hier unter solchen Bedingungen fährst, ist echt der Wahnsinn. Ich fahre hier allerdings im Enduro-Modus. Was mir extrem gut gefällt, ist, dass du relativ simpel einfach die Einstellung während der Fahrt ändern kannst. Wir sind eben von der Straße, von dem normalen Tourmodus gekommen. Da ist die Traktionskontrolle aktiv und. Das Motorrad habe ich mir so vorher konfiguriert und dann kurzerhand umgestellt in den Enduro-Modus, wo die Traktionskontrolle ausgeschaltet ist. Du kannst sie auch eingeschaltet lassen. Ich mag das gerne, wenn sie ausgeschaltet ist und ich so ein bisschen Wheelspin habe. Die Leistungsentfaltung habe ich jetzt auf mittlerer Stufe gehabt. Das war vollkommen in Ordnung. Und dann kannst du hier ganz normal performen. Das Einzige, was mir gefehlt hätte, vielleicht, wenn es jetzt kälter gewesen wäre, wäre diese Griffheizung. Also bei so einem Motorrad wie der Multistrada V4S würde ich sagen, auf das Kreuz hin, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Manche Motorräder haben Sturzbügel dran. Ich habe keine hier montiert. Ich habe sie bis jetzt noch nicht gebraucht. Toi, 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 direkt mal auf Holz klopfen. Sollte man umkippen, würde ich empfehlen, oder sollte man solche Expeditionen öfter machen, ja, dass man so ins grobere Gelände geht oder einfach krassere Sachen macht, dann würde ich vielleicht noch Handguards montieren, die etwas stabiler sind. Hier sind ja einfach Guards verbaut, die so ein bisschen die kalte Temperatur abhalten. Ja, im Großen und Ganzen ein beeindruckendes Motorrad, wie das Ganze funktioniert. Auch die Fahrwerkseinstellung, ein Knopfdruck, dann kannst du die Beladungszustände optimieren. Du kannst ins Fahrwerk einwirken, das geht auch super easy. Also alles in allem hat es hier gut performt, das Motorrad. Kann man nicht anders sagen. Die Desert X hätte mich super, super interessiert. Die hätte allerdings auch hier sehr, sehr gut gepasst. Aber vielleicht kommt ja noch was. Hatte ich ja schon am Anfang erwähnt. Da gibt es nicht so viele Fahrzeuge. Also von daher ist das eine gute Wahl. War sehr, sehr schön. Wir sind wieder zurückgekommen in die Zivilisation, aus dem Outback in die Zivilisation zurück. Alles hat wunderbar funktioniert. Und wie es den anderen gefallen hat, frage ich mal kurz. Zion hat uns wieder. Wie hat es dir gefallen? Ja, wunderbar. Wunderbar. Jawohl. Jetzt sind wir wieder mit den zivilen Personen, mit den zivilen Leuten und leider müssen wir morgen nach Hause fahren. Ja, was hat dir am besten gefallen? Alles. Die Vulkane, alles. Weil jeden Tag oder jeden 5 oder 10 Kilometer du findest etwas Neues. Ein Vulkan, ein Schnee oder alles. Alles. Schöne Straße, bello. The weather. Ah, the clouds. Yeah, the cloud, the wet. It feels so... So Iceland spirit, you know. Ah, okay, yeah. The plane, when we came, it was the food was good in the plane. You had food in the plane? Yeah. No. No. I don't remember. No, the best part was is that we have to come back. This is second time for me, and I need time to understand better how beautiful it is. Come to Iceland. You have to. No, don't come. It will be too crowded. Please don't come. Ich würde sagen, da ist nichts mehr hinzuzufügen. Man muss einfach das dritte Mal nach hier kommen, damit man alles irgendwie umreißen kann. Es war auf jeden Fall fantastisch. Es waren wieder viele tolle Eindrücke. Wir haben
mega Glück gehabt mit dem Wetter. Motorrad hat super funktioniert. Die Reifen haben gehalten. Wir hatten keinen technischen Defekt. Mal einen Umkipper, aber das passiert. Wir sind ja Offroad unterwegs. Also in diesem Sinne, ich würde sagen, guckt euch gerne in der Playlist um. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und wir sehen uns die Tage, in 3-4 Tagen wieder. Also, Tschüssikowski, bis dann, Imanski. Something really important, and I think he's too shy to say it. Okay. Jens is a really, really good guy and good companion for traveling. Oh, thank you. Totally. Thank you very much. I think that you will never put it in the video, but you are a good guy. Thank you. Thank you very much.